Willkommen zurück zu Magica Tours und hört mich nicht gerade erstmal. Ja. Innovation, ne? Aber komm, es ist wenigstens so. Dreier. Und jetzt auch mit dem Zweier Mario. Können wir Punkte raushauen? Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen rede ich auch aus der Nase. Aber hier wird man ja so bestimmt wieder hören, mit dem, wie ich ja meinte, öftesten Soundtrack in diesem Spiel, weil diese Strecke gibt es ja dreimal, dann wieder in drei verschiedenen Versionen. Das bedeutet dann auch, ja, in jeder Strecke gibt es das dann. Also das ist schon ein bisschen. Und ja, hier war gerade irgendjemand im Weihnachtsoutfit, oder? Irgendwie diese typischen Weihnachtsglocken gehört. Und das war Karma. Oh. Mensch. Kommt her. Wir müssen nach vorne düsen. Reg mich auf. Deswegen sind wir noch auf dem vierten Platz und kriegen nicht mal ansatzweise viele Punkte. Das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Mit 3 gebe ich mich nicht zufrieden. Das werden wir wiederholen. Warum muss Mario Kart immer so sehr Betrug sein? Didi. Aber ich hab den nicht davor, ich hab ihn nicht. Oh Mann. Nee, komm. Hallo. Ich will's. Neu starten. Also ganz ehrlich, die Schokondel. Nee, Marius Piste nervt langsam. Fahr doch nicht auf ihn drauf, Mario.
Aber doch, das ging. Das hast du doch gut gemacht. Und die Tiefe verdient. Und ich habe wirklich herrlich einen Sieg und einen Like verdient. Also nein, okay. Higgy hat gesprochen. Und genau dazwischen. Nice, da ist er. So. Bei dem dann vorbei. Schöner Drift. Und ich denke, die 6000 werden wir nicht bekommen, aber oh, den vierten Stern auf jeden Fall. Das freut mich. Auf jeden Fall können wir jetzt die Schuko-Insel angehen. Mit Mario. Dem Schleudertrauma-Dings oder Seifenkiste. Ah, wie hieß das Ding nochmal? Seifenkiste, genau. Und ja, wenn mir gerade einfällt, es gibt ja 4 Versionen. Es gibt ja auch nochmal X rückwärts, stimmt ja. Dann kriegen wir durch den Betrug jetzt ein paar Details. Nein. Ich frag mich, was heute los ist. Da haben wir zwar jetzt nochmal gute Punkte rausgeholt. Aber auch wenn wir keine gute Platzierung haben, bringt uns die guten Punkte nicht. Ja, ja, doch, kann man so sagen. Ich wollte gerade sagen, grammatikalisch falsch und so, aber die guten Punkte, die wir gut haben, bringen uns, wenn wir eine schlechte Platzierung haben, nicht viel. Oh, aber haben es doch noch bekommen. Ich glaube, hätten wir jetzt hier kein Partytime bekommen, dann wäre es echt schlecht aus. Und hier nehmen wir auch Vario, PS Galerga und Regenbogen Regenschirm. Ich weiß nicht. So. Rosa Gold Peach hat mich einfach von der Münze weggeschlagen. Das gibt's doch nicht. Der Geldgeile sagt, warum möchte die Münzen haben? Hat er etwa Partytime damit?
Das war verdient. Okay. Aber wirklich gut Punkte haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ernsthaft? Der Mann wird einmal getroffen und dann nur noch am Laufen. Es ist doch einfach zu viel Betrug in einer Folge. Aber sollten 6677 reichen. Dann bin ich und glücklich. Ja. Und es kommt. Oh, wir würden Knochenbowser mit dem Gold passieren und sonst bekommen. Das ist schon nice, schon nice. Ein kleinen Knochentropfenwalzer. Oh, ich mag diese Mission nicht. Aber vielleicht schaffen wir das ja. Aber auch wegen dem Sprung hier. Man trifft einfach gar nicht. Was soll das hier? Ich denke nicht mal, dass wir überhaupt einen zweiten Stern bekommen. Neun Stück ist hier gar nichts. Ich denke, wir brauchen 15. Nein, 10 würden reichen. Ach komm, nicht im Ernst. Komm, dann denke ich schon, dass wir das packen. Schafft Ludwig das? Kriegt er es hin? Er ist doch so gemein. Komm. War auf jeden Fall schon mal ein Bonus, den wir mehr hatten als vorher. Junge, Junge, Junge. Komm hoch. Gut weg. Komm, dich treffe ich noch. Oh. Kann das sein, dass die Aufnahme gar nicht mehr läuft?
Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Doch, läuft noch. Oh mein Gott. Zu viel Betrug und Fail. Auf jeden Fall. Nochmal. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Marika Tours. Bis denne. Und ciao.